Intervention dem Kollegen Dietmar Friedhoff, AfD-Fraktion. Herr Nouripour und auch die Vorredner, was mich immer etwas entfremdet, ist, dass meiner Ansicht nach es hier in diesem Hohen Hause doch hin und wieder an Respekt fehlt. Und deswegen konnte ich mich gestern nur verneigen vor der Rede des israelischen Präsidenten, nämlich genau dahin zielte, dass das Wichtigste, was wir Menschen brauchen, ist Augenhöhe und Respekt. Und das fehlt mir hier, ja, entspannen Sie sich, das fehlt mir hier bei dieser Diskussion insofern. Und ich hoffe, dass Sie bei der gleichen Rede waren wie ich, die ich gestern hier gehört habe. Und zwar sagte der israelische Präsident, dass der Antisemitismus, der gerade stattfindet, nationalistisch ist, linksextrem ist und muslimisch ist. Und wenn der deutsche Bundestag, er hat es hier gesagt, und wenn der deutsche Bundestag sich dieser Wahrheit nicht stellt, dann stelle ich, das hat er so gesagt, wenn der Bundestag sich dieser Diskussion so nicht stellt und wir die Wahrheit nicht benennen, dann frage ich mich, wie können wir eine wahrheitlose, inhaltslose Diskussion, die Sie ja ständig hier führen, auf den Punkt bringen, weil so schützen wir die israelischen Bürger in Deutschland nämlich nicht, so liefern wir sie aus und das ist Ihre Wahrheit und das kann nicht unsere werden. Und ich möchte Sie an einer Stelle abholen, weil Sie immer von Einzelschicksalen und Familien sprechen. Mein Opa war im KZ, der war nämlich Kommunist und hat gegen das Nazi-Regime gedient und genau gegen seine Haltung wurde er nämlich eingesperrt. Und glauben Sie mir, meine Familie kann über das Thema reden und vielleicht sollten wir uns alle mal gemeinsam wieder mit Respekt an einen Tisch setzen. Dankeschön. Herr Kollege, wollen Sie darauf antworten? Bitte schön. Herr Kollege Friedhoff, könnten Sie während der Antwort stehen bleiben? Dankeschön.